Erstmal Glückwunsch an Hegersdorf. Ich glaube, dass Hegersdorf hat mit seiner Möglichkeit alles versucht, um an das Spiel zu gewinnen. Wenn man 2-1 gewinnt, dann Glückwunsch von meiner Seite. Natürlich, wir haben uns das ganz anders vorgestellt. Wir waren eigentlich gut ins Spiel gekommen. Wir müssen 3-0 zur Halbzeit führen. Wir hatten die klare Torchance. Eigentlich war alles in Ordnung und dann aus der Kabine sind wir schlecht rausgekommen. Und wenn wir das Tor kassieren, wobei danach war alles noch in Ordnung. Ja, und dann das Spiel ist peu à peu in eine Richtung gekippt und da kann ich nicht ruhig bleiben, wenn ich sehe die Leistung der Schiri, das ist einfach das Spiel entscheidend, was da passiert ist. Das ist Betrug aus meiner Sicht, weil ich erkläre warum, weil einfach es ist eine Grätsche von hinten bei unseren Spielern, eine klare Elfmeter, ist okay, kann man passieren, er hat nicht gesehen, so aber auf die andere Seite. Rote Karte für unsere Spieler, ja, Notbremse, keine Frage, aber wenn der Linienrichter sagt, es ist außerhalb und der Schiri die Information nicht wahrnehmen möchte, nicht mal sich zu informieren, wie das ist, dann, es gibt mich kein anderes Wort zu finden, das ist einfach Betrug, weil ich kann trotzdem die Entscheidung treffen, aber ich muss zumindest meine Linie richten. Er hat mal was zu sagen, ich muss das hören, was er sagt, und danach kann ich meine Entscheidung treffen. Und er wollte gar nicht hören. Ja, und das ist nicht zu akzeptieren. Und aus dieser Entscheidung haben wir das Spiel 2-1 verloren. Ja, und das ist einfach ärgerlich. Das ist nur das zweite Mal jetzt diese Saison nach 3 Spieltagen. Wir haben Flensburg auch klare Tätigkeit, will nicht gehandelt, keine rote Karte und langsam, es reicht dann. Es ist wirklich nervig, dass die Leistung der Schiedsrichter wirklich keine vierte Liga Niveau haben und das nervt einfach. Sonst, wie gesagt, Glückwunsch an den für die Kandidaten. Danke, Valerian Ismail. Jan, bitte. Ja, hallo erstmal. Ich bin natürlich super zufrieden, dass meine Mannschaft in der zweiten Halbzeit mutiger gespielt hat als in der ersten. Ich denke, wir haben heute schon in der ersten Halbzeit gesehen, was für ein Top-Gegner der Wolfsburg dann ist. Der war mit Sicherheit nochmal 2 Klassen stärker als die beiden Gegner, die wir bisher hatten. Wir waren mit Sicherheit glücklich mit 0-1 in der Pause. Schrattenwolf hat 2-3 Mal gut gehalten, nachdem er in Lübeck ja unglücklich war. Freut mich das für ihn, dass er sich da wieder so stabilisiert hat. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir uns anders präsentiert. Da waren wir viel mutiger, da waren wir viel zielstrebiger. Da haben wir auch versucht, Fußball zu spielen, nicht einfach Bälle wegzuschießen. Da haben sie sich mehr zugetraut, die Jungs. Dann hatten wir heute natürlich das Glück, was uns in den letzten 2 Spielen dann schon gefehlt hat, dass wir gleich mit der ersten Szene den Ausgleich machen. Dass wir dann ein, zwei strittige Situationen auch haben, die dieses Mal zu unseren Gunsten ausgehen. Ich glaube, vor dem 2-1-Konter kriegen wir den Freistoß gegen die Latte. Da kann das natürlich auch anders ausgehen, aber so war es in Lübeck auch. Da hätte das Spiel auch anders ausgehen können. Die 3 Punkte, diese helfen uns enorm, weil es den Jungs viel Selbstvertrauen gibt, viel Rückenwind. Dass sie auch sehen, dass sie in dieser Liga auch, wenn es jetzt ein Top-Gegner war, dass sie da auch mitspielen können, auch gegen Wolfsburg. Und wenn das gegen solche Mannschaften phasenweise so gut funktioniert, warum dann nicht auch gegen andere? Ich glaube, das Vertrauen, das nehmen sie heute mit und das ist dann auch viel wert für uns. Gestatten Sie mir eine Nachfrage, und zwar, das Spiel hatte ja 2 Hälften, unabhängig jetzt von den Schiedsrichterentscheidungen. Also ich hatte so den Eindruck, dieses 1-1 war ein absoluter Wirkungstreffer. Warum hat Ihre Mannschaft die so, war das so, so schwer gefallen, dieses Tor, weil es danach kippte, das Spiel so aus meiner Sicht? Nein, ich glaube, dass wir, dass das Gegentor ist schnell gekommen. Wir haben vielleicht 5 Minuten gebraucht, 5 bis 10 Minuten gebraucht, um erstmal wieder in die Spur zu kommen. Aber dann, ich glaube, das Spiel war ausgeglichen, kurz, ja, weil wir ein bisschen weniger gemacht haben. Hegersdorf hat dann durch das Tor natürlich viel mehr breite Brust und das gut gemacht, muss man sagen. Und danach eigentlich waren wir am Drücker und das hat uns erwischt eigentlich in unsere stärkere Phase. Na gut, wenn du dann eine 2-1 rote Karte hast, dann versuchst du alles, um zurück zu kommen. Aber das war aus unserer Sicht einfacher Spiel entscheidend. Und du verliest das Spiel 2-1 nicht, weil es eine andere Szene. Wir hatten keine Möglichkeit, das zu retten, vielleicht mit unserem Torwart. Aber es ist so, deswegen haben wir verloren. Aber gut, jetzt wir müssen uns ärgern heute Abend, oder morgen, wir müssen noch das Spiel am Samstag gegen Hildesheim konzentrieren. Es geht weiter, die Saison ist noch sehr, sehr lang. Und wir müssen einfach uns die Wunde lecken, die wir heute bekommen haben. Danke sehr, Jan. Du hast mir erzählt, dass quasi die Spielsituation vor dem Ausgleich, ihr das gestern trainiert habt im Training. Naja, wir versuchen uns natürlich so gut es geht auch auf unsere Gegner und die Spielweise des Gegners vorzubereiten. Wolfsburg macht das schon sehr stark im Ballbesitz, hat ein super Pressing und ich hatte mir schon in der ersten Halbzeit gewünscht, dass wir das mutiger spielen, dass wenn wir in die Kontersituation über die Außen kommen, dass wir die Bälle dann auch gefährlich vor das Tor spielen, weil wir natürlich durch den Ausfall von
Henrik Weidand jetzt keinen Kopfballspieler haben, dass wir da schon mehr in die Bälle reingehen, mehr scharf in den Strafraum reinspielen. Christoph Beißmann hat es dann zweiter Halbzeit endlich mal gemacht. Haben wir natürlich auch Glück, Roman Busse ist am zweiten Pfosten da, trifft den Ball nicht richtig, der geht rein. Das ist dann heute so, heute kommt viel zusammen. Nochmal, hat uns vielleicht in Lübeck gefehlt. Da brauchen wir uns ja auch nicht für entschuldigen. Wir haben in der zweiten Halbzeit toll Fußball gespielt gegen einen richtig starken Gegner. Die Jungs haben alles investiert und nur so können wir natürlich auch in dieser Liga bestehen und Punkte holen. Gibt es seitens der Medien, Florian Kehl, Bild-Zeitung oder Stefan Gaube vom Kicker eine Frage? Gut, dann danke ich Ihnen. Ich habe vielleicht eine Frage. Ja, gerne. Gerne. Leicht grinsend an Jan Zimmermann. Die Mannschaft hat sich ja gemalt, er hat sich ja den Aufsicht in der Superleistung erkämpft. Haben sich alle gefreut, nicht nur die Mannschaft. Und dann lese ich heute zu meinem Erstaunen in der Zeitung, dass der Trainer gesagt hat, die gehören ja eigentlich gar nicht in diese Staffel. Jetzt frage ich Jan Zimmermann, ob er noch der Meinung ist. Also, dass wir nicht in die Staffel gehören, habe ich bestimmt nicht gesagt. Aber das ist in meiner Zeitung. Ja, das, also, wenn man, wenn man uns jetzt mit dem VfL Wolfsburg zum Beispiel vergleicht, dann haben wir in dieser Staffel nichts zu suchen. Genauso wie Wolfsburg in dieser Staffel nichts zu suchen hat. Da sieht man mal, wie groß die Unterschiede dann in so einer Liga sein können, auch über eine ganze Saison. Aber heute hat man auch gesehen, dass in einem Spiel viel möglich ist. Das haben die Jungs heute gezeigt. Ich hoffe, das zeigen sie noch häufiger. Dann werden wir uns diese Berechtigung für diese Liga auch Spiel für Spiel auch erarbeiten. Florian, bitte. Da habe ich auch noch eine Frage für alle. Hallo, grüß dich erstmal. Aus deiner Sicht, als jemand, der diverse Ligen schon kennengelernt hat, wie schätzt du die Leistung von Germania Egesdorf ein? Auch vor dem Hintergrund, dass sie sich erstmals für den DFB-Pokal qualifiziert haben gegen Hoffenheim spielen, Erstligisten? Ja, erstmal, wenn man aufgestiegen ist und eine Saison, eine sehr lange Saison und am Ende gewonnen hat, hat man verdient, erstmal in der vierten Liga zu sein. Da ein Aufsteiger erstmal seine Zeit braucht, um sich zu finden, das ist absolut normal. Und der schöne Fußball, das zeigt wie heute Abend, dass unmöglich kann gemacht werden. Ja. Und von daher, es ist immer wichtig, dass auch wenn die VfL Wolfsburg oder Hoffenheim, die hier kommen, muss man immer mit Demut in so eine Aufgabe reingehen. Das haben wir getan. Wir haben die Aufgabe sehr ernst genommen, hat man in der ersten Halbzeit gesehen. Aber ich glaube, dass insgesamt die Leistung zeigt einfach, wenn man an sich glaubt, wenn man an seinen Wert ist, wenn man über die Punkte kommt, das ist wichtig, in der Liga zu bestehen. Und wenn der Gegner ein bisschen weniger macht, dann ist alles möglich. Heute, das hat in eine Richtung gekippt und hoffen wir, dass nächstes Mal das in unsere Richtung kippt und dass der Schirm ein bisschen neutraler sein bleibt in Zukunft. Danke. Ja, dann danke ich beiden Trainern, dem VfB Wolfsburg, noch weiteren glücklichen Verlauf in der Saison. Wir sehen uns ja wieder im Rückspiel. Herr Zimmermann, auch dir vielen Dank und Ihnen allen dann danke für die Aufmerksamkeit und noch einen schönen Abend. Danke sehr.